Jeff Hardy gegen Rey Mysterio. Gucken, wir haben jetzt fast alle Mitglieder vom Money Inc. schon gesehen. Aber zumindest beim Rumble haben wir sie alle gesehen. Und die Menge jubelt. Da wäre ich ja nie von alleine drauf gekommen. Ganz ehrlich. Jubelt nicht so viel. Wow, die hören auf mich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Techniker. Der eine ist mehr High-Flying, der andere Reintechnik. Atomic Drop. Und Jawbreaker. Jeff hier sehr gut im Close-Fight, im In-Fight, oder wie sich das Roman nennt. Das kann Ray auch. Schöner Konter hier von Jeff Hardy. Neckbreaker und hoher Elbow. Ja, will Rager keine Zeit geben, hier um durchzuschnaufen. Neckbreaker. Konter von Ray. Und noch ein Neckbreaker. Ja, vielleicht will er ein bisschen auf seinen verletzten Nacken losgehen. Whip in die Ringecke. Und sofortiger Luchador DDT. Na, jetzt Jeff am Boden, Ray oben auf. Jetzt ein Clinch von den beiden. Oh, Ray hat den Clinch sogar gewonnen. Und noch ein Clinch von den beiden. Er wird den jetzt gewinnen, Ray. Mal wieder. Obwohl er eigentlich nicht so der super stark hier ist. Sehr verbissenes Match. Ja, beide wollen was beweisen. Titelambitionen geltend machen. Etc. Ihr kennt das ja bereits alle. Na, DDT mit wackelnden Beinchen. Ja, Irish Whip wird gekontert. Wir fallen die Gegner immer sehr dicht beieinander. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die sich überhaupt so lange am Boden halten. Also sie bewegen sich nicht allzu viel durch den Ring, konzentrieren sich nur so vielleicht auf ein, zwei Quadratmeter immer. Wollen wir mal ändern hier. Auf Ray mal ein bisschen laufen, bekommt einen schönen Hip-Toss ab. Schön hoher Elbow. Der Konter hier von Ray. Von Ray Ray. Und nochmal die dritte an die Rübe. Konter von Ray und der tritt in den Rücken. Ah, der Ellbogen auf das Bein. Ja, schmeißt den einfach mal locker über die Hüfte. Nochmal hochgezogener Elbow. Wow, die erste fliegende Aktion hier. Also die erste Ringseilaktion. Und noch ein Elbow. Bisher ein sehr schönes Match, beide sehr dicht aneinander. Insel Kiri. Ja, es geht ein bisschen hin und her. Ja, Ray ein bisschen das Publikum am Anheizen. Dropkick in den Rücken rein. Der Running Neckbreaker. Und diesmal sitzt der Splash. Aber haargenau. Und Konter. Der Signature wurde gekontert.
Oh, da gibt's die Kopfschere. Augenpiekser durch die Beinöffnung in der Maske. Und da gibt's den Twist of Fate. Und da ist sogar Sanchez am Ring. Was will der denn hier? Er hilft Ray. Die Luchadors halten zusammen. Zumindest halten sie so weit zusammen, dass die Maskierten sich gegenseitig unterstützen. Komisch, warum hat er ihm da nicht gegen den Dragon Warrior geholfen? Oder hat Sanchez selber auch noch ein paar Probleme mit Jeff Hardy? Santon. Aber der hochgezogene Elbow. Sanchez, der schleicht wie eine Raubkatze um den Ring rum. Deswegen buhen die Leute. Ganz einfach, meine haben sich einfach zu viel eingemischt und alle Heel geworden. Egal, Cover. Kommst durch? Nee, ich glaube, da wird Sanchez sich gleich. Zumindest der Ringrichter abgelenkt. Kann ich das Cover eigentlich auch auflösen? So, Neckbreaker. Was beschwert sich Sanchez da hinten überhaupt? Soll sich nicht beschweren, er hat doch gar nichts getan. Dropkick. Ja, und schon ist Jeff wieder da. Oh, jetzt mal eine Laufaktion mit mehr als 5. Und da darf Ray unsanft die Matte knutschen. Und da gibt's nochmal den. Nein, gekontert. Twist of Fate. Gekontert. Wir haben es einen Hip-Toss. Hochgezogener Elbow. Na, was kommt jetzt? Aufgabegriff. Mal gucken, kommt er durch? Ja, ich glaube eher nicht. Na, lass mal bleiben. Ja, Aufgabegriff jetzt seitens Rey Mysterios. Nein, Jeff. Hält dagegen, zeigt einen Neckbreaker und nochmal einen schönen Elbow. Das scheint so irgendwie so seine Lieblingsaktion in diesem Match zu sein. Ah, jetzt geht er ein bisschen auf die Beine los, aber das will Ray natürlich nicht, weil er braucht seine Beinchen. Gut, Jeff braucht die auch. Ah, da hinten ein Schild mit 619. Bulldog! Ah, der Dropkick hat gesessen. Oh, da nimmt er ihn auf die Schulter. Legt ihn zur anderen Seite ab. Da geht jetzt derbe auf die Beine von Ray los. Ja, Whip-In wird gekontert. Allerdings Konter mit Einroller. Der den Sieg bringt. Jeff Hardy gewinnt gegen Rey Mysterio. Und Rey Mysterio verliert in letzter Zeit ja auch andauernd. Außer gegen Rebecca Tyler, da hat er gewonnen. Nein, es passiert ja nichts. Gut, gleich sofort keine Zeit verlieren. Ab zum nächsten Match. Haben wir denn überhaupt noch hier für Matches? Ja, Great Muta gegen Drew McIntyre. Wie die Woche auch schon zuvor. Moment, jetzt probiere ich... Ich wollte ja jetzt das dritte Attire mal benutzen. Letztes Mal hatten wir ja das silberne. Jetzt nehmen wir das dritte. Kein Plan, welches das ist. Kann sein weißes, kann sein blaues. So, was haben wir denn noch? Black and Silver, Older Chief. Ach, das ist das, so wie er später aussah. Als alter Mann. Naja, meinetwegen. Tritt er halt mal als alter Sack an.
Ja, Leute, jubelt nicht so viel. Es ist das letzte Match bei Raw. Danach geht es nämlich nach Main Event, wo eh wieder kein Match stattfindet. Ja, Atomic Drop. Hol ich mal beide in roten Hosen. Wer hätte es gedacht? Ja, da geht Drew McIntyre erstmal aus dem Weg. Alter, verdreht er dem Great Muta den Arm. Das währt aber auch nicht ewig. Ich schätze mal, letztes Mal war ein bisschen. Hat auch ein bisschen blöd geguckt, warum der Muta auf einmal in schwarz-weiß, schwarz-silber rumrennt. Aber diesmal in Rot. Kommt er bestimmt besser wahr. So, ab in die Ringecke. Ja, da kommt der typische CM Punk Move. Spin Kick. The Ninja. Ja, Drew McIntyre kann sich aber ganz gut behaupten, zumindest besser als das letzte Mal. Obwohl, da hat er ja auch noch Hilfe bekommen. Darf man ja nicht vergessen. So, in die Ringecke. Und da kommt derselbe Move nochmal. Mit dem Knie. Und dem Running Bulldog. Außerdem lässt sich hier jetzt gerade Drew McIntyre in dieser Situation nicht kleinkriegen. Schickt den Great Muta sogar einmal nach draußen, der schneller wieder oben auf ist, als er gucken kann. Nein, diesmal ging die Aktion daneben. Egal, dann kommt halt dieser komische Tarantula-Move oder wie auch immer das Kackding hier heißt. Ah, da kommt Drew McIntyre noch raus, kann sogar den Muta auf den Arm schlagen. Ah, den Move haben wir schon lange nicht mehr gesehen vom Muta. Klappt zwar nie mit dem Cover, aber immerhin. Nein, diesmal zeigt er ein Big Boot, da sollte wieder der Move kommen. Ah, da haut er Drew McIntyre aber derbe zu Boden. Na, was kommt jetzt? Konter seitens Drew McIntyre. Whip in. Nein. Big Boot. Spin Kick. Und schon liegt Drew auf der Nase. Ja, Drew verkauft sich hier außergewöhnlich sehr, sehr gut. Oh, schöner Tritt hier vom älteren Muta. Older Muta, nicht The Great Muta, The Old Muta. Obwohl, er ist immer noch great. Wenn man es so rumsieht. Drew McIntyre kloppt erstmal dem Ref eine rein. Ein Signature gekontert. Der zweite wurde auch gekontert. So. Und da gibt es den Giftnebel. Sehe ich das Ding eigentlich mal Giftnebel? Ich weiß es nicht. Aber das ist auch egal. Wir wissen jetzt alle, was kommt. Shining Wizard. Sehr schöne Aktion. Sehr einfache, aber effektiv. Aber nicht so effektiv, dass es den Sieg bringt. So, Drew jetzt hier mit dem Wegschmeißer. Na, da wollte der Muta irgendwas machen, aber Drew hat ihm in die Kniekehle gezimmert. Ja, da kam Patschehändchen. Ja, der Great Muta oben auf. Er wartet auf irgendwas, aber auf was? Oh, super Spin Kick. Mit Cover 1, 5, 3. Das war's, der Great Muta in Alt gewinnt. There is your winner,
Nein, es passiert hier noch nichts. Gut, dann sind wir bei Raw jetzt durch.